User Illusions. Die Illusion, die wir für die Benutzer generieren. Das Ziel dieses Blogs ist zu verstehen, wie Benutzer Benutzerschnittstellen, User Interfaces sehen und wie das mit dem Konzept der Illusion, der Benutzerillusion zusammenhängt und gleichzeitig, warum das der Grund ist, warum es für den Entwickler sehr schwierig ist, Usability-Probleme selbst zu entdecken. Und sie sollen in der Lage sein, zu erklären, wie das Konzept der Illusion für den Benutzer mit dem Interface- und Interaktionsdesign zusammenhängt und wie wir es nutzen können, um bessere Interfaces zu bauen. Was sehen Sie auf dem Bild? Also wenn ich zuerst drauf sehe, sehe ich eine junge Frau mit einem Pelzmantel. Und ich brauche dann eine ganze Weile, dann kann ich auch eine alte Frau sehen. Aber wenn ich zuerst drauf schaue, sehe ich die junge Frau mit einem Hut, mit einer Feder, die so abgewandt in die Ferne schaut. Wenn ich dann so ein bisschen genauer hinschaue und ich weiß, wo ich hinschauen muss, dann kann ich die alte Frau sehen, die nach unten schaut, die so ein bisschen ein vorgetretenes Kinn hat, die so eine Nase mit einem Knubbel drauf hat und die Augen nach unten. Warum sehen wir jetzt das eine oder das andere? Da will ich gar nicht im Detail eingehen. Katrin Wolf geht in der Veranstaltung über den Benutzer auf Gestaltgesetze ein und da ist das Thema Illusionen, optische Täuschungen auch ein Thema. Meine Frage ist, was sehen wir hier? Wir würden sagen, na klar, da ist ein Kommandozeilenfenster, das wir sehen. Das kann ich auch über dem Hintergrund bewegen. Warum sehen Sie hier ein Fenster, das sich über einem anderen Fenster bewegt? Was sehen Sie hier? Sie sehen, dass eine Seite rauf und runter gescrollt wird. Schauen Sie aber genau hin, was sehen Sie denn wirklich? Sie sehen die gemeinsame Bewegung von Pixeln und in Ihrem Kopf entsteht das Bild, da wird ein Blatt geschoben. Und wenn Sie sich das anschauen, da zieht jemand den Scrollbar nach unten und das Dokument geht nach oben oder jemand nimmt das Dokument und schiebt es nach oben. Also ich habe zwei Möglichkeiten, das zu tun. Und was jetzt interessant ist, mein Kopf macht da ganz einfach draus, da bewegt jemand ein Dokument. Oder wie wir es vorher gesehen haben, da bewegt jemand ein Fenster. Wie kommt es jetzt, dass wir durch die Veränderung von Pixeln in unserem Kopf das Bild einer Benutzungsschnittstelle, die bewegt wird? Wie entsteht das? Und das hängt eben damit zusammen, wie wir Sachen wahrnehmen. Sachen, die sich gemeinsam bewegen, nehmen wir als Einheit wahr. Und das ist das, warum wir eben sowas was wie ein Fenster ist. Wenn sich eben alle Teile gleichzeitig bewegen, dann habe ich das Gefühl, dass ich eben das Fenster, das Interface bewege. Wenn wir jetzt nochmal hier ins Detail reinschauen, wir haben hier die Hand, die geht hier, das bewege ich, das Dokument. Ich muss mir vorstellen, da ist ein Fenster und da kann ich durchfassen und da kann ich ein Dokument, das größer ist, bewegen. Und das heißt, mit der Hand bin ich auf dem Blatt. Wenn ich den Scrollbar im Gegenzug dazu anschaue, dann ist es so, dass ich da mit meinem Fenster verschiebe. Das heißt, mit dem Scrollbar verändere ich, wo ich drauf schaue. Und es sind zwei Vorstellungen, die wir vermutlich uns nicht jedes Mal bewusst machen, wenn wir das tun. Aber das heißt, wir bauen eine Illusion. Da ist ein Dokument, das ist größer, wie wir es darstellen können. Also gibt's eine Illusion, wie wir damit umgehen können. Also entweder wir haben ein Fenster, wo wir das Dokument verschieben können, oder wir haben den Scrollbar, in dem Fall vertikal, können ihn auch horizontal haben, wo wir unser Fenster über dem Dokument verschieben. Beides sind Illusionen, die wir gelernt haben und damit umgehen können. Und jetzt ist es eben so, der Benutzer weiß sehr wenig über die Software.
Das heißt, er weiß nicht, wie sie implementiert wurde. Der Entwickler weiß es. Und dann ist es eben so, für einen Entwickler sind ganz viele Sachen offensichtlich, wie es zu bedienen sind. Er weiß ja, wie die Struktur ist. Und das ist was, was wir immer noch sehen, dass es ganz häufig ist, dass bei Open-Source-Produkten mit einer sehr kleinen Anzahl von Entwicklern es eine sehr hohe Hürde gibt, die zu bedienen, weil eben, ja, die Entwickler, die da dran sind, die sagen, ja, also es ist so einfach zu bedienen, also wer das nicht kann, das kann ja nicht sein. Und das hängt genau damit zusammen, dass die Illusion des Interfaces, die hängt natürlich mit dem Wissen zusammen. Und wenn ich mir eben jetzt nicht vorstellen kann, wie es funktioniert, dann habe ich große Schwierigkeiten, eine Software zu bedienen. Und da ist eben jetzt das Problem, die Softwarearchitektur, das System, welche Datenbanken damit drin sind, wie meine interne Struktur ist, wie die Struktur für meine Datenbankanfragen ist. Das sind alles Sachen, wo jeder denkt, naja, das muss der Benutzer nicht wissen. Aber wenn sie das wissen, können sie eine Software anders bedienen, wie die Leute, die das nicht wissen. Das heißt, damit ist man in der Lage, Sachen zu wissen und Bedienung effizienter machen zu können, wie jemand, der die Dinge nicht weiß. Und deshalb ist es zentral, wenn wir benutzbare Systeme machen, dass es eben nicht ausreicht, wenn der Entwickler oder das Entwicklungsteam oder Personen, die nahe dem Entwicklungsteam sind, das bedienen können, sondern wir müssen sicherstellen, dass jemand, der eben dieses Wissen nicht hat, das bedienen kann. Und damit kommen wir dann nachher zu dem Begriff von einem mentalen Modell, von einem konzeptuellen Modell. Aber jetzt hier nochmal zuerst die Frage, wenn wir jetzt so einen Desktop anschauen, das ist schon ein bisschen ein älteres Bild, da haben wir, ja, was haben wir eigentlich? In dem Fall sind es 1400 mal 1000 Pixel ungefähr, die unterschiedlich eingefärbt sind. Das ist das, was wir wirklich sehen. Was wir ja natürlich, wenn wir das System kennen oder wenn wir lesen können, dann sehen wir, da sind Rechtecke, das sind Schriftzeichen und so weiter. Das heißt, wir bauen uns ein Konstrukt und dann sehen wir auf einmal, da sind Fenster und wir haben dann das Gefühl, die sind überlappend. Das heißt, eins ist weiter vorne, eins ist weiter hinten. Jetzt in dem Fall der E-Mail-Client ist ganz vorne und hinten ist ein Dokument. Zwischendrin ist irgendwo noch eine Excel-Tabelle. Und wenn wir dann eben ja das System weiter kennen, dann können wir sagen, das eine ist ein E-Mail-Programm, das andere sind Notizen. Und auf einer hohen Ebene, und da wollen wir eigentlich im Design hin, dass Leute komplett abstrahieren von den Pixeln oder von dem Programm. Die sehen, der Kollege braucht dringend was von mir, dem schicke ich das. Das war eigentlich das Bewusstsein, dass wir ein Werkzeug benutzen, verlieren. Und das ist so das Optimum, wenn wir an den Punkt kommen, dass Menschen, die das System verwenden, das Gefühl haben, sie machen ihre Arbeit, aber gar nicht an das Werkzeug denken. Das ist so ein bisschen, wenn sie jemand zuschauen, der schnitzt, der denkt nicht drüber nach, wie er das Messer bewegt, sondern der denkt nach, was für ein Objekt er schnitzen will. Und das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen mit der Benutzerschnittstelle. Dass die Leute nicht drüber nachdenken, wo ist jetzt der Knopf zum Drucken, was muss ich jetzt tun, wenn ich jetzt was verschicken will, sondern dass das komplett in den Hintergrund tritt, dass einfach die Leute wissen, ich will das jetzt auf Papier haben, das heißt, ich klicke da, aber sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie mit dem Werkzeug interagieren. Das ist so der Goldstandard, da wollen wir hin. Zu dem Thema Benutzerillusion und Metaphern gibt es einen interessanten Artikel, der ist in dem Buch von Alan Kay über die Benutzerillusion und über Metaphern. There is a clear connotation to the stage, theatrics and magic, all of which gives strong hints as to the direction to be followed. Also er vergleicht die Illusion, die wir generieren, mit Theater, mit Magie, mit einer Bühne. Und was wir machen, wir bauen was, was für den Benutzer so aussieht, dass er eben die Illusion hat, mit dem zu interagieren, was er sich vorstellt. Und jetzt ist es eben so, wir sollen das möglichst nah an dem machen, was der Benutzer kennt, aber die ganzen schwierigen Sachen rausnehmen. Also wenn man dann so ein bisschen weiter überlegt, wenn ich jetzt im Textverarbeitungsprogramm eine Schreibmaschine nachbaue, dann hilft es für jemanden, der Schreibmaschine schreiben konnte, das Textverarbeitungsprogramm zu benutzen. Gleichzeitig will ich das aber so machen,
dass es nicht so schwierig ist, wenn ich mich verschrieben habe oder wenn ich einen Satz umändern will, dass ich das nachher noch tun kann, was ich auf einer Schreibmaschine nicht konnte. Und das ist so die Kunst, die richtige Metapher zu finden, das Wissen zu übernehmen, was die Menschen haben, aber gleichzeitig nicht die Komplexität zu übernehmen und die neuen Freiheitsgrade den Menschen geben. Und was das Ziel ist, dass wir mit den Benutzungsschnittstellen Illusionen schaffen, die verstehbar sind. Das heißt, jemand schaut sich das an und versteht's. Wie kann ich jetzt mit einer Methode vorgehen? Und hier habe ich jetzt mal einen konstruktiven Ansatz aufgeschrieben, wie wir das Konzept Magie und Benutzerillusion nutzen können, um bessere Benutzungsschnittstellen zu bauen. Was wir hier haben, wir versuchen, die möglichst optimale Benutzer-Experience zu beschreiben. Also was wäre sozusagen die magische Erfahrung, die jemand macht, wenn das System ist? Dann suchen wir alle Parameter, die damit zusammenhängen. Also was hat einen Einfluss auf die Benutzungserfahrung, die ich baue? Was hilft, dass diese Illusion entsteht? Und was sind Sachen, die der Illusion entgegengehen? Was sind Sachen, die Illusion zerstören? Und jetzt können wir uns überlegen, welche von den Parametern können wir implementieren, wie können wir sowas bauen. Wenn wir zum Beispiel ein Videokonferenzsystem für mehrere Personen bauen, dann wäre die perfekte Illusion, ich bin mit den anderen Menschen gemeinsam in einem Raum. Und jetzt können wir überlegen, was sind Parameter, die dafür eine Rolle spielen. Das sind solche Sachen wie, wie gut kann ich die hören, wie gut kann ich die sehen, wie sind die im Raum verteilt? Kann ich näher, kann ich weiter weg zu denen? Das sind alles Punkte, die in die Illusion reinspielen, ob ich glaube, dass ich da bin, also sozusagen magically transported, also so magisch mich dahin bewegt habe, oder ob ich wirklich vor meinem Bildschirm sitze. Und wenn ich diese Parameter aufzeige, dann kann ich eben bestimmte Sachen, kann ich vielleicht mit aktueller Technologie nicht implementieren, aber vielleicht kann ich die mit zukünftiger Technologie implementieren. Und somit können wir Benutzerillusion und das magische Erlebnis als ein Designwerkzeug nehmen, um zu überlegen, wie kann ich jetzt so ein System bauen, das für den Benutzer genau diese Erfahrung gibt. Zum Abschluss von dem Blog einige Fragen. Schauen Sie, ob Sie die erklären, beantworten können. Dann haben Sie verstanden, was wir hier besprochen haben. Und hier noch die eine Referenz auf den Artikel in dem Buch von 1990 von Alan Kay. Und damit bin ich am Ende. Hier noch unsere Lizenz. Dankeschön.